Baden-Württemberg, Land und Leute mit Hanno Gerwin. Herzlich willkommen heute zu einer Spezialsendung vom Kommunalforum in Baden-Baden, wo traditionell die Sparkassenfinanzgruppe Baden-Württemberg einmal im Jahr die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen, Landräte und Landrätinnen und viele Vertreterinnen und Vertreter der Städte und Kommunen mit Fachleuten aus Politik und Wirtschaft ins Gespräch bringt. In diesem Jahr geht es um das Thema Wohnen, Wohnraum neu denken. Ein sehr wichtiges Thema angesichts explodierender Wohnkosten und einem immensen Handlungsbedarf für alle Beteiligten, allen voran die Politik. Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Dr. Nicole Hofmeister-Kraut, ist im Land auch für die Lösung der Wohnprobleme zuständig. Frau Ministerin, Sie haben die Wohnraumallianz geschaffen, ist Ihre Initiative schon 2016. Ein bisschen ist schon passiert. Auf was schauen Sie zurück, wenn Sie jetzt 2019 Bilanz ziehen? Also die Wohnraumallianz, das war absolut prioritär. Gleich zu Beginn meiner Amtszeit habe ich sie ins Leben gerufen und die Wohnraumallianz konnte schon viel erreichen. Viel für pragmatische Lösungen. Sie konnte mit ihrer starken Stimme auch im Bereich der Wohnraumförderung unsere Programme gemeinsam mitgestalten, weiterentwickeln, an den sich verändernden Rahmenbedingungen anpassen. Und wir haben da wirklich viel neu aufs Gleis gesetzt und wir spüren jetzt, seit 2017 haben wir die Trendwende geschafft, es entsteht wieder mehr bezahlbarer Wohnraum und jetzt im Jahr 2019 werden wir über 2000 neue Wohnungen in die Bindung bekommen. Das ist schon ein Erfolg vor dem Hintergrund der schwierigen Marktbedingungen, hohe Baukosten, hohe Grundstückskosten, Engpass in der Bauwirtschaft und vor allem der Verfügbarkeit von Flächen. Erklären Sie doch mal, was diese Bindung bedeutet und warum die so wichtig ist. Das Land gibt Geld und durch die Förderung werden die Investoren dazu verpflichtet, diese Wohnungen mit einer Bindung zu belegen. Und diese Bindung bedeutet, dass ein bestimmter Abschlag zur ortsüblichen Vergleichsmiete entsprechend dann den Mieterinnen und Mietern angeboten wird. Also wir fördern und dadurch werden die Mieten günstiger. Also man kann sagen, das Land sorgt dafür, dass die Mieten nicht durch die Decke schießen. Das ist sozusagen eine vom Land gesteuerte indirekte Mietpreisbremse. Also ich möchte mal sagen, wir leisten einen Beitrag. Wir können natürlich diese große Aufgabe nur zum Teil hier mit lösen. Nichtsdestotrotz werden ja bestimmte Instrumente auch in Baden-Württemberg den Kommunen schon an die Hand gegeben. Aber meine Überzeugung ist es, wir müssen das Angebot ausdehnen. Mehr Wohnungen müssen gebaut werden. Dann entsteht auch mehr bezahlbarer Wohnraum, nicht nur durch die Wohnraumförderung. Es geht ja auch immer um die Flächen. Also es müssen ja Flächen zur Verfügung gestellt werden. Damit fängt es ja an. Was kann das Land speziell dafür tun, um die Kommunen, die es ja in der Regel sind, zu motivieren? Wir setzen jetzt ein zusätzliches Programm auf. Wir werden die Kommunen über die kommunale Förderrichtlinie jetzt dazu ermächtigen, finanzielle Unterstützung ihnen zu geben, um eigenen kommunalen Wohnungsbestand zu bauen. Und wir werden einen Grundstücksfonds aufsetzen. Über diesen Grundstücksfonds werden wir unsere Kommunen finanziell unterstützen, um eine vorausschauende Grundstückspolitik zu betreiben, damit eben auch eine intelligente Stadtentwicklung bedarfsgerecht stattfinden kann. Eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass eine Kommune gerne wächst und von daher alles an Bauland zur Verfügung stellt, was nur möglich ist, um einfach Bewohner, Menschen in die Kommune hineinzubekommen. Gut, Flächen sind knapp in Baden-Württemberg. Wir haben schon viel bebaut und bei uns, auch in Baden-Württemberg, gilt natürlich Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Aber ich sage, wenn über die Innenentwicklung der Wohnraum, der benötigt wird, nicht geschaffen werden kann, dann müssen wir eben auch über neue Flächen diskutieren. Und das muss eben vor Ort geschehen. Das Land unterstützt auch durch Förderung, durch finanzielle Anreize. Aber am Ende des Tages müssen natürlich die Flächen vor Ort auf kommunaler Ebene ausgewiesen werden. Professor Dr. Eckhard Würzner ist Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg und dort hat man die Herausforderung an den städtischen Wohnungsbau angenommen. Explodierende Mieten und steigende Immobilienpreise in vielen Städten in Baden-Württemberg, das gilt ganz besonders natürlich auch für Heidelberg.
Denn hier kommen zu der wohnungssuchenden Bevölkerung jedes Jahr noch mal Tausende von Studentinnen und Studenten dazu. Aber Sie haben sich eine ganze Menge einfallen lassen, Herr Würzner. Was im Einzelnen? Also ich glaube, das zentrale Thema für uns momentan in den Wachstumsregionen in Deutschland, das sind ja nicht alles, muss man auch ganz offen dazu sagen, ist natürlich das Thema Wohnraum. Wohnraum für Beschäftigte, die jetzt im IT-Bereich arbeiten, die bei uns in den Kliniken arbeiten, die auch bezahlbaren Wohnraum benötigen. Und das ist ein echtes Großthema geworden für uns alle. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, indem wir große Neubaugebiete erschlossen haben. Wir haben momentan eine Größe von etwa 3 Hamburger Hafen-Cities im Bau. Nur mal, um sich mal so eine Größenvorstellung zu machen, für eine Stadt wie Heidelberg ist das schon gewaltig. Sie haben ja Flächen verwendet, die vielleicht anderswo auch zur Verfügung stellen. Also Stichwort Bahnstadt. Das ist im Grunde genommen ja ein völlig unerschlossenes Gebiet gewesen. Wie kamen Sie auf die Idee, das jetzt zu realisieren und wie groß ist das Projekt? Ja, das Gebiet ist etwa so groß wie 100 Fußballfelder. Ist eine alte Konversionsfläche gewesen. Wir haben gesagt, mit der Sparkasse, mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und mit der Landesbank, also der Landeswohnungsbaugesellschaft, entwickeln die Fläche, haben dort gewaltige Summen investiert, weit über 300 Millionen. Das ist natürlich auch Risikokapital, sind aber jetzt sozusagen der Entwickler, der alles als Großgrundbesitzer auch in der Hand hat, konnten damit den gesamten Prozess sehr beschleunigen und haben damit eine Entwicklung ausgelöst, die ansonsten wahrscheinlich in 30 Jahren nicht so wäre, wie sie heute in 6 Jahren schon war. Sie sind ja relativ weit dort. Viele Eigentumswohnungen sind schon verkauft. Wie ist es überhaupt? Zeichnet sich ab, dass das komplette Gebiet weggeht wie warme Semmel, kann man das sagen? Ja, am Anfang gab es keinen einzigen Heidelberger Investor, der gesagt hat, da gehe ich rein, das ist mir sehr zu riskant. Das war aber schon nach Beginn der Verantwortungsübernahme durch die EGH, also auch durch die Stadt, sehr schnell so, dass wir 1,5 Jahre vor Baubeginn eigentlich keine Wohnungen mehr hatten, die verkauft werden konnten. Also der Markt hat sich sehr positiv entwickelt. Das hat uns natürlich in der Phase auch sehr stark geholfen. Aber es lag natürlich mit Sicherheit auch daran, wir sind eine Wachstumsstadt, eine Wachstumsregion. Wir sind sehr attraktiv, haben hervorragende Bildungseinrichtungen, sehr guten Arbeitsmarkt. Und das bedingt natürlich auch eigentlich ein risikoloses Immobiliengeschäft. Können Sie sich vorstellen, dass es mal eine Zeit gibt, wenn das alles so weitergeht, in der es tatsächlich kein Wohnungsbaumproblem mehr geben könnte in Heidelberg? Also wir wissen, dass wir den gesamten Wohnungsbedarf in Heidelberg, den es gibt, selbst wenn wir alle zusätzlichen Wohnquartiere noch entwickeln, immer noch nicht decken können. Also wir müssen mit der Region zusammen Modelle entwickeln. Das machen wir jetzt sehr stark. Wir sind momentan dabei, um sich das vorzustellen, Park-and-Ride-Umsteigebereiche nicht in Heidelberg, sondern der Region zu finanzieren. Wir finanzieren Schienenstränge weit außerhalb von Heidelberg, um den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr so früh wie möglich zu ermöglichen und sagen damit auch, ja, wir müssen auch einfach das Modell so gestalten, dass viele, die bei uns arbeiten, dass die nicht bei uns alle wohnen können. Das ist so und das werden wir deshalb auch mit der Region ganz anders entwickeln. Die Repräsentanten von Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag sind beim Kommunalforum in Baden-Baden immer dabei. Heute das Thema Land und Leute spezial. Die Probleme in kleinen oder größeren Städten oder auch Kommunen sind ja doch etwas unterschiedlich. Können Sie mal so ein bisschen die Unterschiede kurz benennen? Alle Städte und alle Gemeinden wachsen. Und das ist entgegen aller Prognosen, die wir in den letzten Jahren hatten. Und das zeigt insgesamt schon die Gesamtproblematik. Also wir müssen eben überlegen, wie können wir den großen Zentren helfen, aber wie können wir eben auch den ländlichen Raum stärken. Bei den Städten hat man das Gefühl, dass es recht große Unterschiede gibt. Es gibt Städte, ich sage mal Heidelberg, da hat man das Gefühl, die haben sehr viel aus Konversionsflächen gemacht und kommen da ein Stück weiter. Und andere Städte, da gibt es eigentlich keine Möglichkeit. Die sind für neue Wohnungssuchende nicht mehr bewohnbar.
Ich glaube, das Thema Konversion haben fast alle, die Möglichkeiten dazu hatten, auch in die Hand genommen, sind aber vielleicht unterschiedlich weit. Da ist Heidelberg sicher auch ein Stück vorne dran. Mannheim hatte andere Restriktionen, wird aber auch im Zuge der Entwicklung der Bundesgartenschau an diesem Thema arbeiten und hat Konzepte in der Schublade. Stuttgart hatte diese große Konversionsmöglichkeit nicht und kann darauf nicht setzen, wartet auf die Bahn. Und von daher gibt es auch andere zeitliche Perspektiven. Aber es hat auch damit zu tun, jetzt zum Beispiel im Großraum Stuttgart, ist der ganze Großraum halt als Ballungsraum so attraktiv, dass bis hin zu den kleineren Kommunen da genauso Schwierigkeiten bestehen, auch einfach den Bedarf an anderer Stelle zu befriedigen. Insofern glaube ich auch, das ist eher eine Frage, wo genau die Stadt liegt, als die Frage, hat sie jetzt ein bisschen schneller reagieren können. Das hat eher so eine regionale Komponente, würde ich meinen. Für die Landkreise spielt ja eigentlich das Thema Verkehr mit einer Hauptrolle. Wie gut kommt man von dem einen Ort zum anderen? Wie sehen Sie da die Entwicklung? Ja, das ist sicher ein Thema, das war es schon immer, aber wir sind mit vielen Projekten unterwegs und steigen dort ein, wo Bund und Land einsteigen müssten, es aber nicht tun. Also wir haben zum Beispiel verschiedene Schienenprojekte, ich glaube es sind mittlerweile in Baden-Württemberg 11 an der Zahl, die von Landkreisen vorangetrieben werden, weil wir sehen, ansonsten haben wir einen Verkehrsinfarkt und vor allem, wir haben möglicherweise eine Benachteiligung des ländlichen Raumes. Wir brauchen dort eine gute Erschließung, dafür kämpfen wir auch. Und was wir natürlich auch tun, uns über die Verbandsebene dafür einsetzen, dass Grundstücke mobilisiert werden. Also denken Sie zum Beispiel an das Thema Grundsteuer C, wo bebaubare Grundstücke, die aber noch nicht bebaut sind, höher besteuert werden mit der Grundsteuer. Das ist auch eine Förderung von allen Verbänden gewesen, aber auch vom Deutschen Landkreistag, damit wir diese Grundstücke tatsächlich auch mobilisieren. Diese Enkelgrundstücke, die werden einfach nicht mehr von den Enkeln bebaut, weil die Enkel, die sind in Brasilien, in Hamburg und Paris, aber die sind nicht mehr in Gomaringen und Tübingen. Ziehen Sie eigentlich alle an einem Strick? Sie vertreten ja unterschiedliche Verbände, damit auch unterschiedliche Interessengruppen, haben die Bürgermeister und die Oberbürgermeister im Nacken, sag ich jetzt mal. Ziehen Sie an einem Strick oder gibt es auch Konkurrenzen zwischen Städten, Gemeinden, Landkreisen? Natürlich gibt es immer wieder Interessensunterschiede, das wollen wir überhaupt nicht hinwegreden. Aber in allen großen, wichtigen Themen sind wir auf einer Linie. Und wir haben es in den vergangenen Jahren geschafft, diese Dinge, sollte es Interessensunterschiede geben, die im Vorfeld auszuräumen. Und deshalb sind wir auch ein wichtiger, ich glaube auch berechenbarer, aber auch klar strukturierter Partner gegenüber unserer Landesregierung. Die Kommunalen sprechen mit einer Stimme, mit einer Meinung gegenüber unserer Landesregierung. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir das in den vergangenen Jahren erreicht haben. Und ich bin mir aber sicher, dass wir das auch in den kommenden Jahren so hinkriegen werden. Ich kann es bestätigen, wir ziehen am selben Strick und auch in dieselbe Richtung. Jeder gute Strick hat aber mehrere kleine Fasern und der kann die eine oder andere Faser, wie man das bei der Seilerei ja früher auch feststellte, mal ein bisschen anders strukturiert sein. Wir stehen geschlossen zueinander und da wird auch kein Taschentuch dazwischen passen, denn wer nach dem Motto vorgeht, getrennt marschieren, der muss den zweiten Teil des Satzes auch aussprechen, das heißt nämlich vereint geschlagen werden und das wollen wir nicht. Das Thema Wohnraum beschäftigt immer zwei verschiedene Personengruppen. Mieterinnen und Mieter sowie Immobilienbesitzerinnen und Besitzer, die ja im besten Fall Wohnraum nicht nur nutzen, sondern auch vermieten. Herr Wernicke, der Verband Haus und Grund, der vertritt die Interessen der Eigentümer und Eigentümerinnen und hat dafür zu sorgen, dass die gewissermaßen, wenn sie vermieten, das gut machen können. Oder was sind ihre Hauptaufgaben? Wir vertreten die privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in allen Fragen rund um die Immobilie. Das sind rechtliche Fragen, das sind technische Fragen und steuerliche Fragen. Und wie viele der Hauseigentümer, gibt es ja doch nun viele im Land, sind so bei Ihnen organisiert? In Baden-Württemberg sind das 170.000 Menschen, die durchschnittlich 5,7 Wohneinheiten besitzen. Das heißt, etwas mehr als 1 Million Wohnungen sind von uns repräsentiert. Das ist etwa ein Fünftel des Wohnungsbestandes überhaupt im Land. Es geht ja hier heute um Wohnraum, Neudenken. Welche Interessen oder welche Anliegen haben denn die Eigentümer? Was müsste man verändern, damit sie stärker investieren oder noch mehr machen können aus ihrem Eigentum? Zunächst haben wir das Problem der Flächen.
Wir brauchen einfach mehr Flächen, sowohl in der Innenverdichtung, der Nachverdichtung, der Aufstockung, aber auch der Ausweisung neuer Baugebiete am Rande der Kommunen, wo wir es eben brauchen. Das ist das Hauptproblem. Das zweite ist natürlich die hohen Baukosten. Die sind in den letzten 15 Jahren sehr, sehr gestiegen. Und darüber hinaus ist eben auch der Staat mit einer der größten Kostentreiber. Denken Sie an die Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Und da müssen wir einfach von runter. Wir brauchen mehr Bauflächen, damit sinkt der Grundstückspreis. Wir brauchen weniger Vorschriften. Die haben sich seit 1990 vervierfacht, von 5.000 auf über 20.000. Da müssen wir wieder runterkommen, damit wir das Bauen insgesamt preiswerter, billiger machen und damit auch das Vermieten billiger machen. Und dass das geht, machen uns die Niederlande vor. Die Zinsen sind ja im Moment auf einem historischen Tief und werden da wohl auch eine ganze Weile noch bleiben. Das beklagen ja auch die Sparkassen und andere. Ermöglicht natürlich mehr Menschen auch auf Kreditbasis oder Hypothekenbasis zu bauen oder Eigentum zu erwerben. Was verändert sich dadurch im Verband? Man könnte das meinen, dass das so ist. Das Problem ist aber, den Personen fehlt das Eigenkapital. Es sollten ja etwa um die 20% mindestens sein zum Erwerb oder zum Bau einer Immobilie und dann muss es überhaupt etwas zum Kauf oder Bau geben. Deswegen nützen die niedrigen Zinsen hier im Moment sehr wenig. Das Pendant zu Ihnen ist der Mieterbund, der vertritt die Mieter, wenn sie mit dem Vermieter nicht einig sind oder das Gefühl haben, die Miete wird unverhältnismäßig erhöht. Wie kommen Sie mit dem Mieterbund zurecht? Ja, wir sind natürliche Antipoden zum einen, aber wir sind auch die größten Streitschlichter. Denn wenn das eine Mitglied bei Haus und Grund ist und das andere beim Mieterbund, dann lösen wir etwa 90% der Streitigkeiten außergerichtlich und die restlichen 10% gehen dann vor Gericht. Deswegen sind wir für beide Seiten sicherlich wichtige Organisationen. Gibt es eine gemeinsame Forderung, die Sie haben, an die Politik zum Beispiel? Ja, das ist ja das Erstaunliche, dass wir schon seit einigen Jahren gemeinsam dieselbe Zahl der Neubauwohnungen fordern, dass wir einfach sagen, wir brauchen die doppelte Zahl derer, die zurzeit fertiggestellt werden, um den Bedarf überhaupt decken zu können. Und das eben schon seit einigen Jahren. Die Bugwelle wird nämlich immer größer. Der Berliner Architekt van Bole-Menzel hat für große Probleme kleine Lösungen entwickelt, nämlich sogenannte Tiny Houses. Sehr geschickt konstruierte Mini-Häuser, die mit ganz wenig Platz auskommen, cool und beweglich sind, aber für das dauerhafte Bewohnen und auch als Erstwohnsitz geeignet sind. Herr Bole-Menzel, wie ist das Konzept, das Grundkonzept, das Sie bewegt hat, um dann die konkrete architektonische Ausarbeitung zu machen? Ich habe eine Stadtvision entwickelt, die nennt sich Circular City, auf Deutsch heißt es Städte, die zirkulieren können. Und damit meine ich, dass wir im Städtebau, in der Wohnungsbaufrage unbedingt umdenken sollten und nicht nur Räume schaffen, die monofunktional sind. Das heißt nicht nur Kitas, die nur als Kita funktionieren, Seniorenheime, die nur als Seniorenheim funktionieren, Shopping Malls, die nur als Shopping Mall funktionieren und Wohnungen, die nur als Wohnung funktionieren, sondern es sollten Räume sein, die alles möglich machen. Und man hat eigentlich hier, wenn man sich das hier so anschaut, hier in der Region, so viele gute Beispiele aus vergangenen Zeiten, wo das ja schon gemacht wurde. Das einfachste Beispiel ist, dass man sagt, im Erdgeschoss, da gibt es halt Einzelhandel oder Restaurant oder Gastronomie und oben drüber wohnen die Leute. Also eine ganz einfache, simple Idee, die aber bei heutigen Städteplanern irgendwie nicht so richtig Anklang findet. Die Tiny Houses, die haben ja die Besonderheit, dass sie besonders klein sind, mit sehr wenig Platz auskommen. Haben Sie das mal ausgereizt? Wie viel Platz, wie viel Quadratmeter braucht ein Mensch zum Wohnen? Wie viel Fläche ein Mensch braucht zum Wohnen, darauf hat ja der Gesetzgeber auch Antworten gefunden. Der sagt ja ungefähr so 9 Quadratmeter. In Österreich gibt es auch eine Zahl dazu, die ist, glaube ich, die liegt bei 12 oder bei 14 Quadratmeter pro Nase. Und ich weiß mittlerweile, dass diese Zahlen zwar als grobe Kennwerte helfen können, ja, einen Grundriss zum Beispiel zu entwickeln, aber in der Realität ist das anders. Die Menschen sind so unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel ein Drittel aller Menschen auf der Welt, die verhalten sich völlig anders als diese andere zwei Drittel. Dieses eine Drittel zum Beispiel ist nie zu Hause. Und für diese Menschen frage ich mich, muss es eigentlich keine große Wohnung sein, weil die sind ja eh nie da. Wir müssen unbedingt auch sowas mit in die Waagschale werfen, wenn wir über Quadratmeter sprechen. Also es gibt ja auch viele Quadratmeter, die man teilen kann. Da gibt es bereits jetzt schon gute Ideen, wie man zum Beispiel aus einem Flur, der normalerweise 1,20 Meter breit ist, macht man den 2 Meter breit, ja, und gestaltet man den schön und packt da vielleicht noch einen kleinen, kleine Theke hin und eine Espresso-Maschine.
dann wird das auf einmal zu einem Gemeinschaftsbereich. Und man hat ganz viel gewonnen, obwohl man nur ganz wenig Fläche aufgebraucht hat. Das heißt, Gemeinschaft braucht auch nicht unbedingt viele Quadratmeter. Sie müssen halt einfach nur an den richtigen Stellen sitzen, diese Gemeinschaftsflächen. Also das sind ja viele gute Ratschläge, die man auch im ganz konventionellen architektonischen Bereich einsetzen kann. Bei den Tiny Houses ist es ja etwas, was ich auch bewegen kann. Das Haus könnte auch im nächsten Jahr woanders stehen. Wie kommt man an solche Stellflächen? Denn man muss ja, wenn man dort wohnen will, auch irgendwo einen Platz haben, wo man bleiben kann. Ja, Tiny Häuser auf Rädern sind meistens so 10 bis 16, 17 Quadratmeter groß, ein bisschen kleiner als so eine Schrebergartenlaube. Und alles, was man in so einer Laube machen kann, kann man halt dort auch machen. Es gibt auch eine Küche und ein Bad oftmals und einen Schlafbereich irgendwo im Loftbereich, also oben, oberhalb des Bades. Die Dinge sind mobil, das heißt, man kann sie heute hier hinstellen, übermorgen woanders hin. Und mit dieser Möglichkeit kommen Tiny Häuser auch dem Lebensentwurf, wie Menschen sich verhalten, näher als feste Wohnungsbauten, die sich ja nicht bewegen können. Da muss man halt verkaufen oder Airbnb und dann untervermieten und so weiter. Also das sind so die Möglichkeiten, wie man mit seinem Wohnraum flexibel umgehen kann. Mit Tiny Häusern zieht man einfach weg. Allerdings muss man dazu sagen, dass es hier noch keine rechtliche Grundlage gibt. Das ist so ähnlich wie in den Schrebergartenlauben. Alle tun's, alle schlafen da drin im Sommer oder wohnen da im Sommer, aber erlaubt ist das nicht. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir diese kritische Masse erreicht haben von, ich sag mal, 1 Million Menschen, die das dann einfach machen. Weil wenn die das machen und das funktioniert und kann viele Fragen beantworten in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, dann wird der Gesetzgeber nachziehen. Dr. Elisabeth Oberzaucher ist eine österreichische Verhaltensbiologin und hat mit ihrem Buch Homo Urbanus herausgestellt, worauf es eigentlich beim menschenwürdigen Wohnen ankommt. Frau Oberzaucher, Sie haben sich mit der Evolutionsbiologie beschäftigt und können uns sagen, was erforderlich ist, damit Menschen friedlich zusammenleben. Ist das richtig? Als Verhaltensbiologin schaue ich den Menschen dabei zu, wie sie sich verhalten, was sie tun. Ich stelle wenig Fragen und ich finde das immer sehr interessant, weil sehr oft das, was Leute so sagen, dass sie gerne tun würden, in eine ganz andere Richtung geht als das, was sie wirklich tun. Und daraus kann man dann sehr interessante Aspekte erkennen und kann auch lernen, wie man unsere Umgebung gestalten sollte, damit es eben weniger zu Konflikten kommt, damit wir besser miteinander auskommen. Zum Beispiel spielt da eine ganz wichtige Rolle, dass wir Begegnungsräume schaffen im öffentlichen Raum und im halböffentlichen Raum, wo wir ganz ungezwungen aufeinandertreffen können, uns so kennenlernen können, weil das, was wir kennen, hasst sich schwer. Kann man so ein paar Parameter festmachen, was man beachten sollte, wenn man mit anderen Menschen gut zusammenleben will? Also zum Beispiel Distanz oder Geruchsentwicklung oder Farben, die der andere nicht mag. Was könnte es da geben? Grundsätzlich ist es so, dass wir Menschen Kontakt schon suchen, also wir sind soziale Tiere, aber wenn uns dieser soziale Kontakt aufgezwungen wird, dann wirkt sich das negativ aus auf unsere direkte Interaktion. Am Beispiel Akustik zum Beispiel. Wenn Sie jetzt schlechte Schallisolation haben, dann kann es sein, dass Sie die ganze Zeit Ihre Nachbarn hören, wie die miteinander streiten oder feiern oder was auch immer. Sie kriegen das ganze Leben Ihrer Nachbarn mit. Das führt dazu, dass wenn Sie Ihren Nachbarn dann tatsächlich physisch begegnen auf dem Gang, dann grüßen Sie sich nicht einmal mehr, weil Sie haben eh schon viel zu viel von dieser Person mitbekommen. Das heißt, wenn Sie in einem Wohnbau die Schallisolation verbessern, verbessern Sie de facto das soziale Miteinander. Plötzlich fangen die Leute an, auf dem Gang miteinander zu sprechen. Wie ist das denn mit so einer Standardsituation? Also ein Pärchen hat eine Wohnung und jetzt kommt das erste Kind. Und das kriegt man auch noch irgendwie unter, das schläft sowieso im ersten Jahr bei den Eltern oder im zweiten vielleicht auch noch. Dann kommt das zweite Kind und auf einmal gibt es jede Menge Probleme. Was kann man tun? Also im Prinzip ist es eigentlich ein bisschen so, dass es nicht nur Lebensabschnittspartner gibt, es gibt eigentlich Lebensabschnittswohnungen in unseren Bedürfnissen. Und deswegen sehe ich schon ein sehr großes Potenzial für die Wohnungsfrage in der Zukunft, dass man flexiblere Wohnformen findet, wo der sich verändernde Flächenbedarf, der sich einfach aus den Lebensumständen ergibt, auch
flexibel beantwortet werden kann und man jetzt nicht unbedingt wieder ganz woanders hinziehen muss, sondern wo eben die Flexibilität des Baukörpers das hergibt. Wenn Sie jetzt forschen und beobachten, dann müssen Sie ja im Grunde genommen auch unter gewissen Laborbedingungen so wohnen, beobachten. Wie geht das? Das ist tatsächlich sehr schwierig, jetzt im Labor das echte Wohnen zu beobachten. Das, was wir machen, ist ja so ein eher ja ein pseudo-experimenteller Ansatz, wo wir bestehende Wohnsituationen, die sich entlang bestimmter Kriterien unterscheiden, einfach systematisch untersuchen. Zum Beispiel, wo wir mit pflanzlichem Grün arbeiten und uns dann anschauen, wie diese Begrünung sich auf die Lebensbedingungen auswirkt, auf die Wohnzufriedenheit, auf das Verhalten. Letzte Frage, wie wohnen Sie? Ich wohne, wie die meisten Wiener gerne wohnen möchten. Ich wohne in einem Altbau, also in einem Gebäude, das es über die Jahrzehnte geschafft hat, auch immer noch lebenswert zu bleiben. Ja, sehr schön. Bin sehr glücklich da. Der Sparkassenpräsident des Baden-Württembergischen Sparkassenverbands ist traditionell Gastgeber des Kommunalforums in Baden-Baden. Heute unser Thema in der Spezialausgabe von Baden-Württemberg Land und Leute. Herr Schneider, das Kommunalforum, diesmal war überschrieben Wohnraum neu denken. Haben Sie so nach dem Abschluss dieses sehr reichen und informativen Tages einen Ansatz, wie Sie etwas neu denken könnten? Also zunächst einmal hatten wir, glaube ich, sehr übereinstimmende Ausgangsanalyse. Wir brauchen wirklich deutlich mehr Wohnraum. Und dann gab es verschiedene Ansatzpunkte dazu. Ich sag mal, die erste Erkenntnis war für mich, dass diese Herausforderung nicht neu ist. Die hatten wir schon mal in den 90er Jahren. Wir haben sie mit bestimmten Mitteln damals angegangen und gelöst, schnell. Das kann man auch heute. Da bin ich nicht pessimistisch. Aber es ist heute halt deutlich geworden, wir haben eine andere Situation wie 90. Es sind Restriktionen im Planungsrecht, im Ordnungsrecht, also im Planungsrecht vor allem in der Ausweisung der Gebiete, im Ordnungsrecht mit einem Haufen Vorschriften. Es sind noch andere zusätzlich belastende Momente da, wie beispielsweise Grunderwerbsteuer, die erhöht worden ist. Und lauter so Themen, die sind heute alle sehr schön, finde ich, analytisch gekommen. Und dann sind Rezepte gekommen. Was kann man tun? Ist ja nicht so, dass jeder rausläuft und sagt, ja, was soll ich jetzt tun? Sondern da wurden ganz konkrete Forderungen aufgestellt in diesen Bereichen. Und Neudenken-Ansätze waren auch da. Zu sagen, wir dürfen nicht nur so additiv wie früher so Einzelhäusle nebeneinander stellen. Wir müssen halt ganz andere qualitative Anforderungen, wir müssen ganz andere Vernetzungsformen. Wir dürfen den ländlichen Raum nicht benachteiligen, denn da sind ja Potenziale da, die müssen wir dann hin für den Ballungsräumen anlegen, sonst will alles in die Ballungsräume. Also ich fand, es waren viele, viele Ansätze auch für neues Denken drin. Jetzt heute Nachmittag dann wirklich von der Verhaltensbiologie her Ansätze, die man beachten sollte. Das hört sich so selbstverständlich an, aber man hat es eben nicht gemacht in vielen Bereichen. Oder es war ein Architekt da, der ganz interessant modular baut, in kleinen, in verschiedenen Themen, der auch einen tollen Ansatz der Träumerei, wie er gesagt hat, aber so träumerisch war es gar nicht. Er wurde in Teilen sogar realisiert. Also ich fand es ein super interessanter Tag über alle Ebenen hinweg und mit vielen Ansätzen für neues Denken. Eine Frage noch zu den Sparkassen und den Eigentümern oder dem Bauen. Wie ist da die Lage? Es wird nach wie vor gebaut in großem Stile, auch wenn es eigentlich kaum noch Plätze gibt. Wie ist es? Jetzt, wenn ich die Kreditseite anschaue, wir sind der größte Kreditgeber für privaten Wohnungsbau. Und da haben wir große Steigerungsraten, ja. Aber die sind natürlich bedingt durch Preissteigerungen, auch durch ganz gehörige. Also so richtig arg viel mehr an Einheiten wird im Moment nicht gebaut. Man will deutlich mehr und das geht auch. Wir haben wirklich richtig dick Kapital in der Kundschaft, die würden bauen. Und da sind heute auch Ansätze gekommen, zu sagen, ja, ermöglicht doch mal das flächenmäßig, bietet mal die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, justiert die Fördermöglichkeiten neu. Das sind also viele Ansätze heute da. Wenn die der Staat beherzigt, bin ich überzeugt, können wir relativ schnell deutlich mehr bauen. Das private Kapital ist da, die Investoren sind da, wenn man sie nicht verschreckt wie in Berlin oder irgend sowas. Also wenn man es klug macht, kann man das Problem lösen. Da bin ich nicht pessimistisch. Dankeschön für das Gespräch.
Und Ihnen Dankeschön fürs Zuschauen, Baden-Württemberg Land und Leute. Diesmal spezial vom Kommunalforum in Baden-Baden.